Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ja Leute, wenn ihr das jetzt hört, ich muss euch leider eine Kleinigkeit sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gestern zwei Parts aufgenommen mit der lieben Shiva, also mal wieder mit Gast. Und ich weiß nicht warum, aber der erste Part, er ist irgendwie nicht präsent. Also wir haben zwar aufgenommen, aber irgendwie ist die Videofile total kaputt. Ich kann es nicht rendern, ich kann es nicht verarbeiten. Es tut mir echt leid. Und deswegen hier eine minimale Zusammenfassung, was wir erlebt haben. Wir waren natürlich in Neschke. Wir haben einen Mönch kennengelernt, der, ja, ein bisschen, keine Ahnung, der wirkt irgendwie so, als wäre er auf Drogen oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Auf jeden Fall, wir haben natürlich abgelehnt, dass er in unsere Gruppe kommt, denn unsere Gruppe ist voll. Ansonsten sind wir ein paar Häuser gegangen und haben ein bisschen geraubt und nicht geraubt und so weiter und so fort. Also nichts Besonderes im Grunde gemacht. Ihr habt nichts Spannendes verpasst, sage ich mal. Die richtig lustigen Dinge passieren jetzt sowieso erst im zweiten Part und die werdet ihr hoffentlich jetzt sehen. Also tut mir leid, ich weiß nicht, warum der erste Part so korrupt war, warum da alles so schief lief. Ist jetzt das erste Mal für mich. Wenn das jetzt öfters mit Gast passiert, werde ich vielleicht keine Gäste mehr reinholen, mal gucken. Aber der zweite Part, der scheint problemlos zu laufen und deswegen genießt ihn. Also nicht wundern, wir sind jetzt ein bisschen weiter, wir sind immer noch in Neschke und ja, mal gucken, was wir heute treiben. Also viel Spaß. Und ja, als kleiner Ausgleich ist dieser Part auch minimal in Überlänge. Jo, bis dann. Und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate, immer noch hier in Nashkel auf dem Lande. Letztes Mal ein bisschen Blödsinn gemacht, aber hauptsächlich waren wir eigentlich lieb. Und an meiner Seite ist auch noch eine ganz liebe, nämlich... Immer noch Shiva. Hallo. Hallo. So, wollen wir mal gucken, ich sehe hier noch ein Haus. Ah ne, da waren wir schon, okay. Da kannst du reingehen, die Tür ist offen, sperrangelweit. Ja, das war ich. Ich mache ja die Tür nie hinter mir zu. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Doch, ich könnte die Türen schließen, aber nein, das mache ich nicht. Dient auch als Orientierung, dann weiß ich, aha, da war ich schon mal drin. Na gut. So. Hier haben wir noch ein bisschen schwarzen Flecken, dann geht's wieder richtig in die Stadt. Dann kannst du weitere Häuser ausrauben und dich dann von den Soldaten erwischen lassen, die wiederum bestechen, damit das Gold wieder weg ist. So macht man das. Da will ich hin. Da will ich mal ein bisschen mehr Action jetzt haben. Also Action nicht unbedingt Kämpfe, aber mal gucken. Oh nein, was will denn der jetzt? Der Nooper. Ha, ich bin Nooper. Schön hier, hä? Und weiter? Ey, der nervt. Schön hier. Na, schon ein paar Monster getötet? Der quatscht mich immer an. Hopp, schnell weg da. Zwerg, komm mit. Was ist das für ein Freak? Der will was von dir. Der läuft mir nach. Schnell weg. Er kommt. Das ist voll der Idiot, ey. Sie doch zu Ende sprechen. So, mal, die hatte ich noch nicht. Eine Bürgerin. Da kommt er schon wieder. Guck. Okay, die sagt immer das Gleiche. Och Mann. Wart ihr mal in Baldur's Tor? Ich war schon mal dort. Das bring ihn um. Hier. Was für ein Freak, ey. Was für ein Freak. Es wird eigentlich, wenn der in der Stadt bekannt ist und ich ihn umbringe, dann gibt es eine Rufverbesserung, oder? So nach dem Motto, oh Gott sei Dank, er ist weg. Uff, ich glaube, ich bin da in was reingetreten. Das ist unfassbar. Das habe ich noch nicht erlebt, okay? Ich sage dir mal das Gleiche. In der Stadt haben alle Steine nach mir geworfen und gemeint, ich sei ein Plaggeist. Ja? Ja, bring ihn um. Es fehlt immer viel. Oh, ich kann... Ist schon ganz schön spät, findet ihr nicht? Er will getötet werden. Aber vielleicht kriegt man was. Los, speichere ab und bring ihn um. Ich bin kurz davor. Okay, die kannst du mal reden. Das ist eine Lass mich bitte in Frieden. Wenn ihr nicht etwas gegen diese unheilvolle Mine unternehmen wollt, ich habe darin schon meinen Bruder verloren und jetzt haben sie auch meinen einzigen Sohn in der Tiefen der Mine herabgeschickt. Habt bitte so viel Anstand, eine einfache Frau trauern zu lassen. Ich habe viel von den Schrecken dieser Mine gehört. Sagt mir, wo sie liegt, dass ich auf dass ich sie reinigen und von eurem schwächelnden Herzen neue Hoffnung spenden kann. Schleimer! Nur Helden sind stark und mutig, wie ihr. Die Mine liegt im Osten, jenseits des Jahrmarkts. Jetzt beeilt euch bitte und rettet die Männer dieser schönen Stadt, solange noch Zeit bleibt. Siehst du, ich hab sie beeindruckt. Ach ja, und bring den Plagegeist um. Ich glaub's auch, ja. Der kratzt auch immer meinen Zwerg an. So eine lange hatte ich noch nie.
Vielleicht gibt er mir was, wenn er, wenn ich ihn die ganze Zeit aushalte. Wo will ich denn hin? Nee, ich bin hier falsch. Der Typ bringt mich total durcheinander. Nein. Gleich quatscht er dich wieder an, pass auf. Was wollt ihr mit der großen Waffe da? Dich umbringen. Er fordert raus, regelrecht, ne? So, wer seid ihr? Ich war die ganze Zeit brav und darf ich, und jetzt darf ich auf den Jahrmarkt. Okay. Mit diesem Farben sieht ihr ganz schön dämlich aus. Jetzt wird's boah, jetzt hat er dich beleidigt. Ja, also jetzt ist langsam, ne? okay, die Satz gleiche. Aber die noch lange hinterher rennen wird. Ich glaube, die ganze Zeit, wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels. Locke ihn in ein Waldstückchen. Ich kannte mal einen Burschen namens Dilby. Der hat mich auch mit Steinen beworfen. Werdet ihr Steine nach mir werfen? Nein, aber Messer. Oh Mann, also sowas. Ich hätte ihn schon längst umgebracht, einfach nur, weil er mir auf die Nerven geht. Aber er sagt immer noch was Neues, ne? Okay, vielleicht hat er 1 Million Texte, die er loswerden kann. Oh, das sieht hier schön aus. Ich glaube, hier kann man königlich pennen. Dann machen wir das. Ist der Typ... Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Oder? Der Noob ist weg. Oh, wie schön. Ich habe ihn abgehängt, der ist irgendwo da verweilt. Darfst du nur nie wieder hingehen, sonst fängt er wieder von vorne an. Ja, nie wieder. Und na gut, ich muss aber da wieder hin, ich muss da raus. Aber gut, wenn ich jetzt eventuell nochmal... Obwohl, ich will nicht nächtigen, aber ich will da rein. Wie verschlossen? Kann doch gar nicht sein. Hallo? Das darfst du nicht. Man sieht dich. Hey, hallo, ich bin hier Kunde. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Da ist sie. Morgana. Morgana, ja. Oh, ne, mit einer Katze. Ich glaube, das könnte echt eine Hexe dann sein. Erstmal mit der Katze reden. Ne, das ist, ne? Du willst mit der Katze reden. Ja, sie hat mir auch gesagt. So, jetzt die. Du darfst die Edelfrau reden. Wer um Himmels Willen seid ihr? Wieso besitzt ihr nicht einmal so viel Anstand, eure Schuhe vorher auszuziehen? Schaut euch nur den Dreck an, den ihr im ganzen Haus hinterlassen habt. Schert euch hinfort. Hinaus. Raus mit euch. Ja. Oh ne, jetzt kommt der Herr des Hauses mit. Große Güte, ein Gemeiner in meinem Haus. Würdet ihr bitte die Freundlichkeit besitzen und gehen, und zwar sofort? Jetzt ja, mach doch mal. Gemeiner, jetzt sei doch mal freundlich und geh raus. Ich bin Gemeiner, ja. Ich geh erstmal hoch, vielleicht sind da... Oh nee, noch so eine Olle. Das ist doch dieselbe, die ist dir gefolgt, und zwar blitzschnell. Meinst du? Vielleicht kann ich noch was abgriffen, die Edelshäuser, die haben manchmal richtig... Oh nee, da ist, überall ist jemand, da kann ich gar nicht stehlen. Oh. Hier, da bin ich alleine, oder? Ich bin alleine. Och, da gibt's nichts, toll. Okay, was Neues zum Anziehen? Nee, nicht für mich. Nee, da gibt's nichts. Okay, die ganzen Bücher lasse ich mal liegen. Vorher abschlachten. Ja, das wäre dein Ziel. Aber Moment, vielleicht hast du einen Namen oder bist du immer noch eine Edelfrau? Verrat mir deinen Namen, Edelfrau, okay? Wer bist du? Hast du einen Namen? Ach, ich rede einfach mit dir. Oh ja, die ist wichtig. Du darfst. Wer seid ihr? Was macht ihr in meinem Zimmer? Ich bin ein gedungener Mörder und hier, um euch zu töten. Seid also ein... Nein, das machen wir nicht. Warum nicht? Ich bin ein Abenteurer und neu in der Stadt. Wie heißt ihr denn? Ein Abenteurer? Hui, seid ihr gekommen, um in der Mine von Nashkel aufzuräumen? Ich habe gehört, da gibt es alle möglichen Monster. Ich bin nicht hier, um über Monster zu reden, sondern um mit euch zu sprechen. Wie heißt ihr? Nun, ich heiße Samantha. Ich frage mich, warum ihr mich sehen wollt. Ich bin nichts Besonderes. Ihr seid sehr hübsch, Samantha. Ja, man kann schon böse sein, aber nein. In der ganzen Stadt redet man von eurer Schönheit. Ich bin nur hergekommen, um zu überprüfen, ob das auch stimmt. Schleimer. Es ist wirklich nett von euch, das zu sagen, aber ich weiß, warum ihr wirklich hier oben seid. Und ihr werdet damit nicht durchkommen. Jamie, komm aus dem Schrank raus. Das ist nicht Papa. Es ist ein Räuber. Er will mir wehtun. Hilfe. What? Jetzt ernsthaft? Nee, zieh dir was an? Was hast du vor? Geh von meinem Mädchen weg, du lüsterner Räuber. Wenn du denkst, du kannst Hand an Samantha legen und das überleben, dann weißt du nicht, mit wem es zu tun hast. Ich werde
seit gut 2 Jahren bei der Garde ausgebildet und ich glaube, mit einem wie dir werde ich allemal fertig. Der ist nackt. Ja, er hat sich auch gerade im Schrank versteckt. Sehr interessant. Da war ich wohl etwas voreilig. Du wirst deine Prügel ein andermal beziehen, wenn ich nicht gerade nackt und waffenlos bin. Er ist nackt. Mein Liebster, sogar nackt bist du nicht völlig waffenlos. Meine liebe Samantha, wir müssen wirklich etwas gegen deine schmutzigen Gedanken tun. Dringender ist jetzt jedoch erstmal zu rennen. Das ist... Wie geil. Ja, das los, Samantha, raus mit dir, renn. Ja, geh mal raus und ich guck mir mal ihre Unterwäsche an. Ach Gott. Verrückt. So, das... Hilfe, ich bin voll. Hätte ich mir auch mal merken können, dass ich voll bin. Ah, die hat schön viel Platz. Imon, komm. Noch so eine Verrückte in dem Haus. Was die Leute denken müssen. Komm mal schnell, ich muss die Chance nutzen. Oh nein, ich glaube, die andere kommt schon wieder. Jemand hat euch bemerkt. Was? Das kann gar nicht sein. Ich war alleine. Jetzt das, nicht mehr. Haben die Überwachungskameras? Das gibt's doch nicht. Och, Mann. Warte mal, kann ich noch? Warte mal, die Wache kommt da. Gibt's hier eine Treppe? Nein, shit. Kann ich mich im Schrank verstecken? Nee, ne? Och Mann, ich werde hier nur arm. Aber normalerweise ist die Regel, wenn mich keiner sieht, darf ich. Das ist total fies. Und außerdem habe ich gar nichts gestohlen. Ich habe nur reingeguckt. 200 Goldmünzen? Okay. Oh, gemein. Aber echt super lustig. Also, das habe ich echt nicht gewusst. Also, erstmal die Tusse anmachen, dann ist ihr ein Macker im Schrank. Was für eine geile Idee eigentlich. Oh Mann. Oh Mann. Du solltest demnächst immer zu zweit in ein Haus reingehen. Ja, oder ich dein Inventar mal leer machen. Da hast du recht. Genau das tue ich jetzt auch. So. Ihr seid meine Schleppesel. Ich brauche euch nicht, damit ihr kämpft. Ihr müsst einfach nur tragen. So, nimm das. Ganzen Blödsinn hier da, den Dolch noch hier reinpacken. Die hässliche Hose, die werde ich wahrscheinlich ein Leben lang mit mir rumtragen. So. Okay, lustig. Bravo. Sehr lustig. So, dann lass uns mal wieder zum Nubi gehen. Oh nee, ah ja, doch, muss ja. Aber vielleicht ist es ihm ja zu blöd geworden mittlerweile. Bestimmt, er ist nicht mehr da. Nein, da ist er. Der hat sich im Busch versteckt. Wie wäre es jetzt? Was? Dich zu töten? Was will er denn überhaupt von mir? Töte ihn. Wie wäre es jetzt? Also wenn er noch einmal wie wäre es jetzt sagt, dann ist er fertig. Wenn er jetzt keinen neuen Text mehr hat, dann... Ja, hier im Busch sieht mich keiner. Aber... Komm schon wieder. Okay, ich warte mal hier, da guckt ja keiner und so, das kriegt keiner mit. Ja, er ist jetzt... Er hat kein anderes mehr. So, ich guck nochmal, ist hier wirklich niemand? Okay, lieber nochmal speichern. Genau, nochmal speichern. Es ist schon böse, aber ich tu dem Dorf damit, glaube ich, einen Gefallen. Da bin ich mir ganz sicher. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Da, Nuba. Du bist Nuba, ne? Ja, du bist Nuba. Okay. Tötet ihn. Tötet ihn! Boah, ist das brutal. Kritische... Was? Fehlgeschlagen. Er ist tot. Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Ruf... Dingens. Vergiss nicht, gut. Ihn zu plündern. Was wird der Depp schon haben? Aber wer weiß, vielleicht war er reich und war einfach nur durchgedreht, geisteskrank, wer weiß das denn schon? Wer weiß, der hat gar nichts, der hat nichts, der hat nicht mal, nö, der hat nichts. Na gut. Schade. Aber, ja, wir haben Ruhe, es ist, ja, natürlich, es war jetzt böse, aber, ich krieg's einfach nicht hin, einen chaotisch guten zu spielen anscheinend, ich hab bei der Charaktererstellung wieso, das war doch sehr versagt. Chaotisch, du bist halt aus Versehen gestolpert und mit dem Schwert halt... auf ihn gefallen. Ach so. Passiert schon mal. Das ist eine schöne Auslegungssache. Das kann natürlich sein, ja. Das ist schön. Weil ich merke gerade, ich habe heute nur Krach im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob du das hören kannst. Nö, ich habe nichts gehört. Erst hatte ich einen Hund hier im Hintergrund, der beim Bellen war. Dann hatte ich ein Kind, was im Hintergrund am Schreien war. Jetzt habe ich anscheinend einen Hahn. Okay. Schön. Ich weiß auch nicht, was heute hier los ist. Ach, ich höre nix. Das ist gut. So, nächstes Haus, nächstes Chaos. Ja. Das sieht wichtig bitte aus. Drum. So, schauen wir mal. Ach, ich sehe schon, ich bin schon wieder nicht offline, aber egal. Oh, ist das ein Tempel? Ich vergesse das auch immer wieder. Nee, eine Kirche scheint das zu sein. Kirche oder Tempel, irgendwas. Auf jeden Fall ist das gut. Da was ist ein Haus. Da waren wir. Ah, ja, genau, jetzt bin ich hier. Auch wir sind fast durch mit Nashke, wie langweilig. Na, egal. Jetzt gehen wir mal dahin.
Sieht wichtig aus. Oh, die Gruppe ist ein bisschen gesplittet. Aber egal, ich will eh nur mit meinem Helden da rein. Oh, nee, ein wichtiges Haus, da müssen alle mit. Okay. Oh, oh. Hast du gespeichert? Ja. Wenn jetzt schon einer unterwegs gewesen wäre, hättest du nicht mehr wegrennen können. Aber das ist, die beruhigende Musik. Hier ist nur gutes Zeug. Das ist gut, hier kann ich endlich mein Zeug identifizieren. Kommt her, Leute. So. Was habt ihr dieses Mal für ein Jahr? Ich kümmere mich gleich drum. Kühne Abenteurer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen zu eurer Verfügung. Der Wachsame ist bereit, euren Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unnachgiebigen Blick der großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen, ihr versteht schon. Ja klar. Helm wacht über euch und unseren armen, verirrten Bruder Brage. Einen besseren Hauptmann der Garde wird man diesseits von Armen gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche starke Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begäbe, nun, er muss um der Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Jo, was bietest du an? Ich spende doch nicht hier. Ich glaube, es geht los. Aber ihr könnt hier Heiltränke kaufen. Das ist schon mal was. Aber bevor wir das tun, gibt es hoffentlich ein paar Identifizierungen. Wo ist das Zeug? Na, wer hat's jetzt hier? Der Stab. So, was haben wir denn hier für einen Stab? Der Besitzer dieses Zauberstabs kann einen Blitzstrahl erzeugen. Das Wesen, das vom Blitzstrahl getroffen wird, erleidet 6W6. Das ist verdammt viel. Wobei jede gewürfelte 1 als 2 gezählt wird. Aha, okay. Die bei Gelingen eines Rettungswurfs gegen Zauberstäbe halbiert werden können. Der Blitzstrahl durchquert sein Ziel und setzt einen Zickzackbahn so lange fort, bis er erlischt. Okay, das ist aber auch gefährlich. Das geht natürlich dann auch auf alle, die im Weg stehen. Da muss man aufpassen. Aber ist nett. Mhm. Stab der Blitze. Was haben wir noch? Ich habe noch einen Helm gehabt, genau. Die Augen der Wahrheit. Als eine Art Totengräberin ließ sich Babette Malmström diesen Helm als Hilfe für ihre Ausflüge in die Kerker und Verliese bauen. Später führte sie ihren angesammelten Reichtum ausschließlich auf die Kraft des Helms zurück, obwohl ihr scharfer Blick wohl auch von Nutzen gewesen sein dürfte. Infravision. Ah, das ist ganz nett. Dann können wir nachts besser gucken. Okay, das war's. Ansonsten könnte ich hier noch... Nee, das habe ich nicht nötig, aber ich werde jetzt Tränke kaufen. 20 Stück. Wie ja! Kauf Tränke und ja, Heilungselixiere. Hier sieht man übrigens, wie ich im Jahrmarkt über den Tisch gezogen wurde. Ich habe 500 Goldmünzen dafür bezahlt und hier gibt's für 213. Naja. Ist das der bessere Heilungstrank? Ja. Werden noch 10 geheilt. Und Gift neutralisiert, das ist ja cool. Aber der ist teuer. Ach, ich kaufe mal. Kann ich irgendwie mehrere auf einmal wählen? Ich finde das immer so nervig, dass ich nur eins... gut, dann klicke ich mich halt blöd. Oh. Was will man machen, ne? So Leute. Ein Pech. Gut, aber alles will ich jetzt nicht ausgeben. Je mehr Tränke ich habe, desto mehr Blödsinn darf ich tun. So, das reicht. Ja. Wir gehen. Hast genug Geld ausgegeben. Richtig. Hättest du ja noch was verkaufen können. Später. Wenn wir hier fertig sind. Sonst kann ich danach gleich nochmal hinrennen. Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Da kommt nicht mehr viel. Hier noch hin. Ein Häuschen haben wir noch. Mhm. Da ist jetzt die Mutter von dem Nubi drin. Hoffentlich nicht. Okay, mit dem hatte ich schon mal das Vergnügen, den ignoriere ich mal gekonnt. Da habe ich es mir ein bisschen verbaut, wie so oft. Oh, noch was zum Pennen. Ah nee, das ist die Garnison. Okay, gehe ich trotzdem rein. Da darf man auch rein. Oder auch nicht. Hey da!
Wer hat euch gesagt, ihr könntet hier einfach reinkommen? Hier dürfen nur amnische Soldaten rein. Kleine Rotznasen wie ihr sind hier nicht willkommen. Los, raus hier, bevor ich euch in den Hintern treten muss. Was zum Teufel? Okay. Was zum Teufel glaubt ihr, wer ihr seid, mich hier so rumkommandieren? Ich glaub nicht, dass ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Haltet den Mund und verschwindet, bevor ich euch wehtun muss. Entschuldigt, dass ich euch angeschrien habe, war nicht so gemeint. Ich gehe jetzt einfach, okay? What? Was ist denn das für ein Soldat? Ich hab gedacht, der haut mir jetzt aufs Maul. Cool. Ja, man muss einfach mal Kontra geben manchmal, ne? Cool. Hält mir. Genau, erstmal speichern. Das ja, richtig. Nicht, dass die anderen vielleicht anders drauf sind und so. Nee, aber... Nee, ich muss brav bleiben. Mein Schwert ist stumpf und krumm, aber wir bekommen erst neue, wenn die Preise wieder fallen. Oh. So ein Pech. Ich muss mich für den Gemütszustand entschuldigen, in dem ich mich befinde. Die ganze Garde trauert nach wie vor um Verlust von Hauptmann Brage. Ja, ja, ich weiß, ich soll zu dem Depp hin. Habt ihr dieses Mal für? Bin euch weit beziehungsweise wir sollen auch zur Mine. Ja, okay. Ab zur Mine. Ich weiß noch nicht, ob ich zur Mine soll. Das ist so Hauptmission, ne? Man könnte noch so viel rumtollen hier und da. Das muss ich mir noch gut überlegen. So, Ray, der... Oh, das ist wieder so... Können wir hier wieder Grabsteine... Oh, wir müssen Grabsteine lesen. Das ist immer so ein Running Gag bei Rollenspielen. Ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen. Wo war das zum Beispiel? Bei Sekwe zum Beispiel. Hast du da mal die Grabsteine gelesen? Nee, ich habe keine gefunden. Okay. Ich bin immer so durch den Wald getrollt. Wir gucken mal, was auf den Grabsteinen steht. Das ist toll. Hier ruht Scott. Schlaf? Ich brauche verdammt nochmal keinen Schlaf. Okay, wir warten bis die... Okay, geboren in Nashkel, aufgewachsen in Nashkel und hier liege ich tot in Nashkel. Dave H. Ich vermute ja, dass die Namen auch Entwicklernamen sind, aber naja. Es war mal ein Mann namens Don, der schlief im Gras neben Mon. Man glaubt, er spiele tot zu sein, dann fiel auf seinen Kopf ein Stein und nun ist er der Tod, ja, oder so ähnlich. Hier ruht Kelly, ein Atheist, fein hergemacht, weiß nicht wohin. Mhm, ich finde sowas toll. Wo kann ich hier nicht rein in die... Nee, ich muss auf dem Weg bleiben, okay, macht ja nix. Hier ruht Rick, dem schon immer ein paar Tassen gefehlt haben. Nett. Dave F., getötet von 13 Greichlingen, 4 Kobolden, 6 Ogern und 2 Schreckenswölfen. Nee, rufe nichts hervor, dass du nicht wieder los wirst. Ja, weiße Worte. Ja. Fergus, der sagte... Das sind richtige Weisheiten hier. Da lernt man noch was, ne? Ja. Nächstes. Hier ruht Arnel. Ihr solltet erst den anderen sehen, okay? Hier ruht Tobin, der an das Gute in dem glaubte, er starb durch die Hand von Zombies, die er nach dem Weg fragte. Schön. Ich fühle, wie mein Körper zum hellen Licht aufsteigt. Halt, jetzt fällt er. Ach, zur Hölle. Dean, die Schlange, fiese Tötungsmaschine ist tot. Okay. Larrys letzte Worte. Teilen wir uns, so können wir mehr abdecken. Ross, der langhaarige Hippie-Agitator, tot, aber er war so jung. Und schön. Dies ist die letzte Ruhestätte von Elben, der sein Leben an einen Ankeg verlor, gefressen, doch niemals vergessen. Armer Steve, als wir sagten Augen auf, alter Freund, meinten wir das so. Ja. Denn weh, er starb bei einer öffentlichen Versammlung, als die Plattformen wegbrach. Auch nicht schön. Fremder, staune bei der Enthüllung, der Zahnarzt Mark B. macht seine letzte Füllung. Hier ruht Henrik, der sich tödlich verbrannte am 13. Mirtul 1358 durch die Explosion einer Lampe, gefüllt mit Pagey Stansfords nicht explosiven Brennstoff. Ach, Nera fängt schon an zu motzen. Hallo, ich will das lesen. Mir Gloria Fides. Aha. Unter diesem Stein, ohne Geschrei, ruht Mark D., der Junge, der 23. Mirdul war vorbei, er hielt für immer seine Zunge. Die heißen alle Mark D. Als sie sagten, belebt, die Toten nahm es... Wie die Gruppe motzt hier. Ich will nicht Grabsteine lesen. Ja, das ist mein Let's Play, hallo? Das gehört dazu.
Ein Bader, ein Richter, Vertreter seiner Zunft, aus seinen Worten sprach Vernunft nur zu gerne, schrieb er zu jedermanns Segen, der Anfang war immer zu weit vom Ende gelegen. Und die Moral von der Geschichte, weniger ist mehr, sonst liest man's nicht. Ich hab's kapiert, nur schade, dass ich tot bin. Selbst ich motze, das gibt's doch nicht. Oh Mann, egal. Ja, ich glaube, du solltest weitergehen. Menno, ich will aber lesen. Hier, ich hab's ja gleich. Hier ruht Endrus. Die Qualität seiner Rüstung wurde nicht gewährleistet. Hier ruht Gilles. Ohne Kit, ohne Gier, falscher Tritt, liegt jetzt hier. Hier ruht Craig. Leser, wenn du Geld brauchst zum Leben, grabe nur zu. Hier findest du's eben. Was, echt? Nee, geht nicht, okay. Chris Parker. Er kehrt nie von seinen letzten Reise in den Norden zurück. Hier ruht Dan M. Wenn ich nicht mehr alleine stehen kann, ist es an der Zeit zu sterben. Bens letzte Worte, ich bereue nichts. In ewiger Erinnerung, Marcia. Bestia, so, Tiere sind wir, damit wir nicht zu Tiere werden. Hier ruht die sterbliche Hülle von Rob. Wenn nicht, setzt bitte sofort die Totengräber davon in Kenntnis. So, ich glaube, das war's. Jeder muss sterben, es zählt, wie man lebt. Jo, jetzt sind wir um einigen Weisheiten schlauer. Und jetzt kann ja auch weitergehen. Wir können uns nicht mehr vor Weisheiten retten. Ja, jetzt sind wir so weise nach... Was ist denn jetzt? Wer ist das? Mach das nicht nochmal, sonst wird... Wer bist du? Ja, siehst du das? Oh, Moment, speichern. Ich kann nicht speichern, shit. Ist der böse? Kommt der jetzt zu mir? Hat er ein Problem damit gehabt, dass ich Grabsteine lese? Ja. Der fand das nicht gut, dass du die ganzen Grabsteine gelesen hast. Jetzt ist er weg. Seltsamer Kauz. Merkwürdig. Naja. So, aber das wollte ich nochmal gucken. Ray, der sagte, verdammt, das Spiel ist mir zu viel. Alles klar. Ja, so. Das kann ich verstehen. Da guckst du gar nicht hin. Wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Das ist ja überall Mauer. Ja, ein bisschen außenrum, dann noch wenigstens ein bisschen das Fitzel noch wegmachen. So, jetzt sieht's schön aus. Ja, ich bin da sehr penibel. Oh, ich dachte schon, da kommt wieder der eine Typ. In die Ecke gehe ich nicht, habe ich halt noch keinen Bock. Aber da gehe ich noch hin. Dann haben wir es ja richtig gut geschafft von der Zeit her. Toll. Dann können wir uns noch überlegen, wo ich als nächstes hingehe. Eigentlich wollte ich in diesen einen Turm, weil mir ein Kommentarschreiber gemeint hat, ich krieg da einen Krummsäbel. Krummsäbel habe ich aber jetzt schon gefunden, deswegen erübrigt sich das, weil der Turm auch so bockschwer sein soll. Ich könnte ein paar Sidequests abgeben, die ich bisher gemacht habe. Oder wir gucken uns mal die Mine von Nahem an, also nicht, dass es doch noch um Zeit geht. Nicht doch die Mine erstmal angucken sollte. Moment, hier redet mich schon wieder der eine... Stopp. Wer hat hier... Rasat? Wer ist Rasat? Ach, das war der Mönch. Ach gut. Okay, gut. Ich dachte schon. Ja, schön. Und was spielst du gerade so? Immer noch dasselbe wie letztes Mal. Ja, aber du musst bedenken, die Baldur's Gate-Zuschauer, die kennen dich eventuell gar nicht von... Ja, die gucken nicht zwangsweise, wo warst du? Bei Chrono Trigger und Final Fantasy. Ja, das stimmt. Was spiele ich? Kingdom Hearts 2, Tales of Xillia 2, Sims 4, Sims 3, Sacred 3, Trine 2, Haunting Ground und... Oh, wir kriegen eine Sequenz, Moment. Den Rest habe ich eh vergessen. Okay, wohlan, Reisender. Reisender. Tschüss, Reisender. Das ist das Netteste, was ich seit Wochen gehört habe. Diesen hier sollten wir zuletzt töten, Senjak. Oh, oh. Er hat so gute Manieren. Ja, was nehmen wir denn da? Ihr könnt es gerne versuchen, Elf. Jetzt mal ganz ruhig. Es gibt keinerlei Grund für das Aufkommen von Gewalttätigkeiten. Übergebt uns eure Besitztümer, dann könntet ihr überleben. Da hast du keine Wahl mehr. Ihr wirkt nicht sehr überzeugend, Wegelagerer. Nur 5 Mann gegen unsere Gruppe. Es steht nicht gerade zu euren Gunsten. Ihr solltet auf Senjak hören, mein Freund. Möglicherweise habt ihr bereits unsere Verbündeten bemerkt, die eben jetzt, während wir miteinander sprechen, mit Pfeilen auf eure Herzen zielen. Zieht eine Klinge und sie werden euch niedermachen. Okay, was tun wir?
Das Erste. Wenn ich schon sterbe, werde ich euch wenigstens mitnehmen. Oder willst du denen alles geben, was du hast? Niemals. Dann siehst du. Gut, leert eure Taschen und... Was ist das? Ich weiß das nicht. Das ist unmöglich. Sanjak, was hast du gemacht? Nix. Ich habe geschworen, dass ich eines Tages das Leben aus euch herausquetschen würde. Heute ist dieser Tag. Okay. Dorn, ihr solltet tot sein oder in einem Luskaner Kerker verrotten. Wie habt ihr uns gefunden? Freut mich, euch zu sehen, Dorn. Euch zurückzulassen war allein Simeons Idee. Er ist es, den ihr wollt, nicht wir. Boah, du bist so eine Schlampe. Ich habe nur Befehle befolgt, ist die Ausrede eines Feiglings. Und ich habe nicht vergessen, was ihr gesagt habt, als ich eure Annäherungsversuche zurückgewiesen habe. Was für Annäherungen? Sie würde sich nie mit einem Halborg einlassen, schon gar nicht, solange sie mich hat. Ihr habt euch nicht verändert, Dorn. Ihr seid genauso dumm, wie ihr hässlich seid. Sagt es ihm, Dorothea. Sanjak war der Erste, der Simeon zugestimmt hat. Er hat euch schon immer gehasst. Aber ihr wisst doch, dass ich nicht so empfunden habe. Dorothea, was sagt ihr da? Ah, natürlich. Ein Ablenkungsmanöver. Aber scheinbar ist dieses grobschlächtige Halbblut für das Aufgehen des Plans zu einfältig. Vorwärts, Männer! Ihr beide seid wimmernde Feiglinge, die sich genauso leichtfertig gegeneinander wenden wie gegen mich. Die Hälfte eurer Männer ist bereits tot. Ihr werdet euch ihnen bald anschließen. Nicht zwangsläufig. Wir haben euch schon einmal geschlagen, Dorn. Und wir können das jederzeit wiederholen. Zum Angriff! Okay, ist ja eigentlich nicht mein Kampf hier, aber wir merken es ja schon, der Dorn, der ist ja irgendwie auf der guten Seite und die wollten uns eh töten, deswegen, ich kümmere mich erstmal um die Bogenschützen, die könnten am meisten nerven. Mhm, genau. Hilf dem Dorn, der wird da umzingelt von zwei Leuten, Mensch. Ja, der wirkt so stark, der schafft das schon, hoffe ich einfach mal. Vielleicht stirbt er. So, und dann schätze ich diesen Typen, nee, Sanjak doch, den als nächstes. Einfach drauf hier ohne groß Taktik. Wird schon klappen. Sieht doch gut aus. Ja, wir sind halt in der Überzahl, ne? Oh, der hält einiges aus. Boah, Quidden, er ist trotzdem noch auf den Beinen. Nicht schlecht. Jetzt aber. Und jetzt noch die Dame. Die hat sich auch für die falsche Seite entschieden. Steht da eine noch? Ja, ich hoffe doch. Ja, ich glaube, der steht noch. Na komm, trefft doch mal das Mädel. Es ist furchtbar, wenn alles fehlschlägt, oder? Das ist so krass, ja. Ein kritischer Fehlschlag, wow, das ist jetzt auch. Ich habe kritisch vorbeigeschlagen, mich selbst dabei getroffen. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Gut, was nehmen wir? Wer seid ihr? Was lief da zwischen euch und diesen Banditen? Mein Name ist Dong Ilkan und ich habe eine alte Rechnung beglichen. Ich habe diese beiden nun schon seit über einem Jahr gejagt. Zwei erledigt, zwei stehen noch an. Okay. Nimm das Erste. Was genau war das, als ihr sie niedergestreckt habt? Ich sah eine Art Geistererscheinung. Das geht euch nichts an, außer ihr sucht nach einem starken Waffenarm. Das wäre so eine Frage. Ich hätte schon irgendwie Interesse an. Muss ich sagen. Kalid hätte ich gern draußen. Ah, ich werde es einfach mal probieren. Wenn ich ja Hera dann gehen will, dann könnte ich ja immer noch laden. Ich hätte Bock auf so einen. Hm, nimm mit. Ich bin ziemlich beeindruckt und könnte einen Mann wie euch gut gebrauchen. Ja. Ja. Feldzug hilfreich sein. Und meine Kraft wäre für euch sicher von Nutzen. Ja, das Erste. Ja, eventuell. Aber bevor ich eure Unterstützung annehme und euch im Gegenzug die meine anbiete, bei wem genau wollt ihr euch rächen? Meine
alten Gefährten haben mich verraten und in einem luskanischen Gefängnis zum Verrotten zurückgelassen. Ich habe das letzte Jahr damit verbracht, sie ausfindig zu machen. Nach Senjak und Dorothea bleiben noch zwei weitere. Okay. So, das Erste. Ich verstehe. Verrat muss bestraft werden. Ihr könnt mich auf meine Reisen begleiten, Dorn. Die kannst du reden. Ich habe ein zunehmend ungutes Gefühl, was diesen Kerl angeht. John McCloud. Kannst mich auch John nennen, Imoen. Die kannst auch reden. Ich glaube nicht, dass Gorium gewollt hätte, dass ihr Waffenbrüderschaft mit solchen Leuten schließt, John McCloud. Ihr kommt immer weiter von dem Weg ab, den ihr euch einst lehrte, und das verheißt nichts Gutes. Mensch, er ist doch... nur weil es ein Halborg ist, ich bitte euch. Was ist die Gruppe für... Oh. Sehr weise. Wir werden eine blutige Schneise quer durch die Schwertküste ziehen. Moment, Dorn. Also, Rache... Und schön. So wollte ich das jetzt aber auch nicht. Oh Gott, was mache ich hier nur? Nein, ich glaube, ich habe eine Rufverschlechterung bekommen. Oh Mann. Ja, Gruppenmitglied entfernen. Jetzt ist eh schon zu spät. Ich hoffe, wenn Kadit... gut, aber wie gesagt, wenn Yahera geht, mache ich sowieso rückgängig, weil das würde ich nicht wollen. Warte mal, kann ich... Ach, jetzt ist wieder das Problem mit... Ja. Fertig. Gut, ich bezweifle, dass Gorium das sehen würde, aber dass ich euch verlasse, aber ich kann auch euch meine Gesellschaft nicht aufzwingen. Die Entscheidung liegt bei euch. Komm ja, nein, nein, nehmt sie nicht mit. Geht's jetzt echt mit? Ja, dann geht's nicht. Und außerdem, also ich hab den gar nicht so böse eingeschätzt. Ruf gleich um zwei schlechter. Hallo? Okay, er hat von Rache gesprochen, aber ich dachte, er hat eine persönliche Rechnung zu begleichen, dass er deswegen so pissig ist. Also, das hätte ich ja verstanden, aber so böse, warte mal, kurz Charaktereigenschaften. Ja, neutral böse halt, unbeliebt. Ja, deswegen halt Untote. Mhm. Schade, also, so eine böse ich muss auch mal eine richtig böse Gruppe spielen, das wäre bestimmt voll interessant und alle Städte ausmetzen und, aber nee, nicht in diesem Durchgang, ich werde das rückgängig machen das nächste Mal, der Part ist eh schon überfällig, also wir schmeißen ihn wieder raus, ich lade den Spielstand, wir werden ihn einfach links liegen lassen, nix passiert, Leute, motzt nicht, alles cool, ja, dann bis zum nächsten Mal, ich bedanke mich, dass du dabei warst und mir so wunderschöne Entscheidungen aufgehalst hast, die das alles aber doch interessanter gemacht haben auch. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann bin ich wieder alleine und mein Gast hat die letzten Worte. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß bei dem Spiel. Stirb nicht so oft und denk an Speichern. Ne? Okay, ciao.